Essen in Aufruhr. Vor dem Laden tummeln sich die Menschen und warten, reingelassen zu werden. Denn heute ist hier im EMP-Store wieder eine Signing-Session. Ich habe nur vergessen, von wem. Irgendwas mit K. Kraftklub vielleicht. Wo kommt ihr denn her? Gelsenkirchen und Essen. Was lasst ihr euch unterschreiben? Ja, wahrscheinlich Handy. Handy? Handy. Ist das jetzt so ein Ding, dass man sich jetzt das Handy unterschreiben lässt? Ja. Wo kommt ihr her? Duisburg. Duisburg. Und heute nur wegen der Signing-Session hergekommen? Ja. Große Kaliban-Fans? Ja. Ah, die Special Edition. Ja, richtig so. Was lässt ihr dir denn unterschreiben? Die Karte von Köln. Eine Karte von Köln? Ja. Wie fandst du die Show? Gut. Warst du im Luxor? Ja. Ja? Erste Reihe. Erste Reihe? Sicher. Nicht schlecht. Ihr wart auch im Luxor? Ja. Das scheint ja ein super Konzert gewesen zu sein, wenn jetzt alle direkt zur Signing-Session rennen. Ja. Nicht schlecht. Ja. Neue Scheibe schon gehört? Ja, klar. Ja? Und? Hammer? Ja. Mega. Ihr habt gerade auch Release-Shows gespielt. Also die Resonanz auf die Songs, die neuen, vor allem auch auf Your Song, waren unglaublich. Das hat mich teilweise emotional auch komplett an die Wand gefahren. Ja, uns alle, glaube ich. Dass halt von den 7 neuen Songs, die wir gespielt haben, also ich sag jetzt mal, schon fast jeder Song mitgesungen wurde, das war halt schon sehr positiv erschreckend. Und gerade bei Your Song, da haben sich also ganz viele Leute auch dementsprechend angesprochen gefühlt und waren halt Feuer und Flamme. Und es war wirklich sensationell. Was lässt du dir unterschreiben heute? Meine Jacke. Deine Jacke? Ja. Voll auf die Kutte? Ja. Ja, richtig so. Kaliban-Fan, wie lange schon? Oh, noch gar nicht so lange. Ich glaube, 2-3 Jahre einfach. Was lasst ihr euch unterschreiben? Das Booklet. Das Booklet vom neuen Album. Jawohl. Wie findet ihr das neue Album? Also, ich find's gut. Woher kommt ihr? Duisburg. Gelsenkirchen. Gelsenkirchen? Ja. Also Duisburg und Gelsenkirchen. Wir haben gehört, es gibt Titten, deswegen sind wir jetzt hier. Fälschliche Aussage von mir. Ja. Du weißt, was das heißt, ne? Ich stehe da nicht zur Verfügung. Weißt du, dass du eine Emo-Band bist? Oh, der Blick. Eine Emo-Band? Du bist eine Emo-Band. Darf ich mal deine Kutte sehen? Aber sicher doch. German Pagans. Hättest du da jetzt nicht eher so zu einer Amon Amarth Signing-Session gehen müssen? Ich bin eigentlich so querbeet, höre ich die Musik alles so durch. So Caliban, Amon Amarth, Cradle of Filth, die Muborgia, eigentlich alles. Okay. Da dürfen auch andere Bands drauf unterschreiben. Ja, aber nur drin. Nur drin? Nur drin. Was lässt ihr denn unterschreiben? Das ist ja die Flagge. Vielleicht noch den Katalog, mal schauen. Hast du gar nichts von Caliban? Leider nicht. Ich habe nur eben mein Summerbreeze-T-Shirt, da waren sie auch dabei live. Und dieses Jahr wieder auf dem Summerbreeze. Geht es noch oder soll ich dich ablösen? Machst du? Ja, klar. Aber ganz schön junge Fans noch, ne? Ja, ganz frische Musik. Habe ich von unseren Produzenten gelernt, das Wort fresh. Wir machen die Musik, die wir machen, sind ja ältere. Das ist halt bei uns sehr gemischt, von alt bis jung. Ich habe noch gar nicht. Ich habe noch gar nicht. Der er lenkt, hat noch nicht. Er lenkt mich ab. Entschuldigung. Ich komme gleich auf dich. Natürlich, bitte. Das klang falsch.